Ja, hallo und willkommen zurück zu diesem Let's Play. Klassenquiz des Agenten, der Scharfschütze. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, da freue ich mich drüber. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen mal gleich nach, was wir hier machen müssen. Kehre zu Baston. Ach ja, zum Teehaus sollten wir zurückkehren. Stimmt. Das machen wir jetzt. Da müssen wir hier raus. Und zack, aussaddeln. Zum Teehaus hin. Das war ja da hinten gewesen. Bin ja gespannt, wie viel Abenteuer wir noch erleben werden hier auf Voss. Kann glaube ich nicht mehr ganz so viel sein. Wir werden sehen. Vielleicht war es Schicksal. Die Mystiker haben nicht gesprochen. Nicht mit uns. Wir haben noch Hoffnung. Fremdling, wo ist mein Bruder? Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, aber ich kam zu spät. Die Gedanken an seine Familie haben ihn bis in den Tod begleitet. Er half mir auch mit einer Sache. In seinen letzten Zügen sagte er mir, ich solle zu euch gehen. Ihr wart Bastons Freund. Jetzt ist Zeit zu trauern. Ihr würdet die Albtraumlande sehen. Baston hat wegen der heiligen Reliefs gefragt. Die Reliefs sind geschütztes Erbe. Nur ein Voss darf sie studieren. Es muss einen Weg geben. Baston dachte, ihr könnt ihn mir zeigen. Baston hat eure Freundschaft hochgeschätzt. Das müssen wir honorieren. Nur Voss sehen die Reliefs. Ihr müsst Voss sein. Werdet ein Teil unserer Familie. Welche Konsequenzen hätte das für mich? Janathon, bist du willens? Das bin ich. Baston sollte meinen Ehemann aussuchen. Das hat er nie getan. Heiratet in unsere Familie ein. Ihr müsst das nicht tun. Nicht für mich oder euren Vater. Es ist nicht echt. Wir trauern später. Trefft die Vorbereitungen. Geht zur heiligen Flamme in der Stadt. Ihr werdet heute heiraten. Ihr werdet die Reliefs der Albtraumlande sehen. Bastons Wünsche werden erfüllt. Dann mal los. Ich will gut aussehen. Also muss ich jetzt in die Familie einheiraten. Aha, da gibt's ja Sachen, das glaubt man ja gar nicht, ne? So, warte mal, ich muss mal kurz ins Inventar rein. Ist es besser? Es ist besser. Dann wechseln wir mal eben. So, wo sollen wir jetzt hin hier? Begibt ihr zur heiligen Flamme. Mal kurz orientieren, wo müssen wir da hin? Ah, da ganz hinten, seht ihr das? Da zur heiligen Flamme, dort müssen wir hin. Dann machen wir das. Machen wir einen kleinen Abstecher, um hier die Karte frei zu fahren. Machen wir einen kleinen Schlenker, ist ja egal, und fahren hier lang. Es ist ja praktisch immer noch die Richtung. Damit ich mir das hier eben freischalte hier. Den Ballast. Na komm. Siehst du, hast die ganze Karte von Boskar gesehen. Sehr schön. So, das Gebäude müsste da vorne gleich irgendwo sein. Ein Stück noch weiter. Ah, ein Stückchen weiter noch. Hier müssen wir noch rein. Die letzte Hochzeit, auf der ich war? Schwarzes Kleid, Absätze. Der Bräutigam sah fantastisch aus, aber ich noch besser. Hab mir den Ring angesteckt und bin losgerannt. Diese Geschichte habt ihr mir nie erzählt. Wer war es? Ein Kerl. Ich habe mir eine blutige Nase geholt und das Kleid hat total gescheuert. Aber es war die beste Nacht meines Lebens. Euer Mädchen ist übrigens hier.
Ein Schleier ist für Frauen, die ein Familienmitglied verloren haben. Was wir tun, ist gegen die Sitten. Kein Schleier ist richtig. Was auch immer wir tun, ich würde keine andere wollen. Diese Schriftrolle enthält unsere Schwüre. Lest, und ich werde beginnen. Ihr, der ihr keine Familie habt, werdet Mitglied der Familie von Niaton, die Siton gebar unter der Prophezeiung der 10.000 Samen. Ihr seid hier, um euch an eine Tochter von Baston zu binden. Wir sind Kinder. Wollt ihr mit mir Voss werden? Ich will Voss mit euch werden und kein Kind mehr sein. Werdet ihr die Traditionen unseres Volkes achten? Werdet ihr mit den Voss auf unser Schicksal zugehen? Ich werde den tausendjährigen Pfad gehen, solange ihr an meiner Seite seid. Janathon, werdet ihr eure Träume geloben? Euer Leben in meine geöffneten Hände geben, wie ich es auch für euch tue? Ich würde keinen anderen wollen. Dann gehen wir vor der Flamme. Solange es die Prophezeiung erlaubt, sind wir eins. Nur das Wort eines Mystikers kann unser Band lösen. Das Ritual ist beendet. Unsere Familie wird sich sammeln und feiern. Dann führen sie uns zu den Reliefs. Unsere Kommandos können euch das nicht verwehren. Keine Zeit zu verlieren. Die Albtraumlande warten. Morgen früh werdet ihr in die Dunkelheit reisen. Wir werden jetzt den Weg finden. Ziffer 9 an Schiff. Die Voss haben mir ihre heiligen Reliefs gezeigt und gesagt, dass mir ein Sith, Mobergen, einen sicheren Weg durch die Albtraumlande weisen kann. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass unser Verschwörer von dort kam. Ich muss die Operationsbasis des Leuchtenden Mannes finden und erfahren, was die Verschwörung mit dieser Welt verbindet. Jetzt aber nicht. Kalio, bist du denn gerade gesprungen, hä? So. Also, findet die Aschenkammer. Okay, das ist noch nächste Aufgabe. Schauen wir, wo wir hin müssen. Mit Sicherheit, ja, wir müssen auf jeden Fall wo wir hinfliegen. Erst einmal Schnellreise dahin. Zack. Albtraumland ist, glaube ich, oben gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Dann müssen wir da irgendwo nach oben hin. So. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich dachte nach oben, aber wir müssen dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Okay. Muck wieder zu. Wieder im Data kommt vorbei. Ey, wir werden überholt hier. Rüppel. Da hinten ist auch ein Datacron. Sehen wir es von hier aus jetzt hier? Man kann es nicht sehen, aber da hinten, hinten bei darüber, da war auch so eine runde Fläche gewesen. Und da kann man praktisch auch so ein Datacron finden. Da muss man, ich weiß gar nicht mehr, was man machen musste. Das war irgendwie so ein Ding. Das ging dann runter. Das war irgendwie so ein, ja, ich kann es gar nicht erklären. Eine runde Plattform, die nach unten geht. Und da muss man auch wirklich schnell sein. Schnell runter. Datacron einsammeln, schnell wieder hoch. Irgendwie. Habe ich so eine Erinnerung. Dann mal los. Ich will gut aussehen. Dann mal los. Wir wollen gut aussehen. Was ist das denn hier? Es leuchtet. Nee, doch nicht. Ist nichts. Okay. Aber wo müssen wir jetzt hin? Kurz orientiert.
sortieren, ganz woanders. Heieiei, wir müssen irgendwie in die Richtung. Da lang müssen wir. Okay. Aufsatteln. Bei den Goldi aufpassen da. Der ist so schnell, der springt uns sofort an, wenn wir vorbeifliegen, und holt uns sofort von Swoop runter. Da kennt er nichts, der Goldi. Deswegen so ein bisschen Abstand nehmen. Der hält uns dann nur auf. So, ich würde sagen, einfach geradeaus. Oh. So gefällt mir das. Einfach nur fliegen und zack, Level up. Stufe 48. Sehr gut, sehr schön. So. Wir versuchen es einfach mal direkt. Einfach mal gucken, ob es klappt. Goldi, Vorsicht. Die Silberlinge sind nicht so schlimm. Da können wir so dran vorbei. Die machen nichts. Außer ein bisschen knurren. So, ups. Jupp. Geht doch. Ach, der Eingang ist das. Ja, jo. Da müssen eigentlich, da muss man eigentlich immer rein. Egal mit welchem Charakter man hier auf dem Planeten ist, muss man dort... Warte. Den Safe nehmen wir mal kurz mit. Da geht Kohle umsonst. Wie hoch? So. Aber warte mal, ich wollte ja auch nochmal eben, das können wir schon mal einsacken hier und das eben aktivieren. Ah. Wie lange geht das jetzt noch? 41 Sekunden. Erheblicher Erfahrungsschub. Dann müssen wir gleich einen nachschmeißen. Oh, da der nächste Safe. So. So, der müsste jetzt eigentlich so gut wie durch sein. 20 Sekunden noch. Da werden wir gleich den nächsten aktivieren hier. Zack. Da warten wir nicht lange. Und haben jetzt hier wieder 2 Stunden, ja 3 Stunden. Sehr schön. So, hallo Jungs. Kein Bonus, wie schade eigentlich. Wenn wir keinen Bonus kriegen, dann lassen wir die stehen. Puh. Nur die, die wir da müssen, damit wir weiterkommen. Die müssen wir, sonst kommen wir nicht weiter. Ich glaube, der zieht mich, deswegen mache ich jetzt schon mal hier einen auf so. Aber so kann er mich nicht ziehen. So. So, mal orientieren. Jetzt aber nicht wie hoch. Wo müssen wir ab? Wir müssen ganz hinten durch, seht ihr das? Da müssen wir hin. Das ist unser Weg. Also dort durch. So, warte mal. Verschanzen ist wieder aktiv. Sehr schön. Okay, die nächsten. Ein bisschen verteilen, dass wir alle so ein bisschen treffen. Schaffen wir das? Ganz knapp. Ja. So gefällt mir das. Oh.
Oben so schießen. So, wenn wir mal gucken, ob sie tatsächlich ziehen. Da kommt der nächste. Gehen wir gleich ein bisschen hinterher. Da warten wir gar nicht lange. Ich will gut aussehen. Ah, wir müssen hier weiter. Da hinein. Hier könnte es natürlich mal wieder einen Bonus geben. Ich will gut aussehen. Ach, und der zieht. Toll. Mistviech, echt du. Ah. 2 von 16. 2 von 16? Warte. Ja gut, das ist ein... Ja, nicht ganz so groß hier. Hier gab es so also einen Durchbruch in die Felswand hinein. So, dann zieht der. Ja, von wegen. Edge Badge. So. Hat das aufgeleuchtet? Nee. So, jetzt die Jungs da vorne. Die stehen da gerade so schön. In Reihe und Glied. Auf Wiedersehen. Einen haben wir noch. Ups. So. Cool. Was ist das denn hier? Ein Hinterausgang oder sowas ähnliches. Das gefällt mir ja. Ja. Gut gemacht. Für die Klasse. Ups, da rast natürlich ein bisschen jetzt. Nicht so doll hier. Nö, das gefällt mir. So eine Höhle hinten. Oder ein Hinterausgang. Feine Sache. So, der zieht wieder. Deswegen... So kann es mich vergessen beziehen. Na los, wer will meine Kanone sehen? Okay, hat jemand ausgezogen dafür. Die Kali hat er sich gezogen. Neun von 16. Also die brauchen wir nicht. Wir haben schon 9 von 16. Guck mal, da stehen auch schon wieder 4 rum. Ne? Da vorne noch 3. Sache erledigt. Die 3 noch. Sache erledigt. Bonus fertig. Geht doch. So, im Schlückchen Kaffee trinken. Moment. Lecker, lecker. Weiter geht's.
So, finde die Aschekammer. Wir müssen ja eigentlich ziemlich nah dran sein jetzt. Da ist ein Raumschiff. Hier in der Schlucht. Gefällt mir schon wieder sehr gut. Klasse gemacht, echt. Das hier mit dem Licht hier, seht ihr das? Cool. So. Wem gehört das Raumschiff? Wahrscheinlich gleich uns. Systemfehler entdeckt. Hardwarefehler entdeckt. Aktiviere Verteidigungssysteme. Wir haben Ärger. Dreht euch um. Ein Kormak. Ihr kommt wegen des leuchtenden Mannes. Wegen seiner Maschine, die vom Himmel fiel. Er hat hier 3 Monate lang sein Lager aufgeschlagen. Die alten Wege studiert. Boss Schriftrollen geschrieben. Boss Prophezeiungen mit Blut und Tinte geschrieben. Ihr seid ein Gormak. Ich dachte, ihr sprecht unsere Sprache nicht. Ich spreche, wie er es tat. Seht! Ich halte den Speicher dieser Sternenmaschine in meiner Hand. Der leuchtende Mann hat ihn beschädigt, bevor er ging. Wollte ihn verbrennen. Ich habe ihn gerettet. Ein Gormak hat mit einem Stein und Schnur den großen bösen Verschwörercomputer gehackt. Und jetzt feilschen wir um seine Aufzeichnungen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was verlangt ihr für die Daten des Schiffs? Der leuchtende Mann kommt an. Geht durch mein Land. Stiehlt meine Schätze. Er macht mich zornig. Dann sehe ich, wie der leuchtende Mann die Haut wechselt und was wird. Das ist eine große Leistung. Er geht weg zum Vossschrein. Ich beobachte seine Wege, um seine Fähigkeiten zu erlernen. Ihr werdet mich zu ihm bringen, damit ich mehr lernen kann. Was soll das heißen, ihr beobachtet seine Wege? Seine Disziplinen. Ein Jedi, oder was? Seine Geschichten sind in der Maschine bewahrt. Die heutige Ermordung von Senatorin Nehal und ihres Gehilfen. Vom heutigen Tag an erkläre ich die Unabhängigkeit Tantras von... Tausend Länder dienen ihm. Doch sie wissen es nicht. Jetzt sagt mir, wo ich ihn finden kann. Ich brauche mehr, bevor ich überzeugt bin, dass das ein gutes Geschäft ist. Ihr wisst nicht, wo er ist. Ihr werdet sterben. Das glaube ich weniger. So, warte mal. Erstmal ein bisschen sichern, dann so, dann so. Ihr beide werden immer besser. Zuvor habe ich seinen letzten Wunsch verhindert. Jetzt wird er erfüllt. Letzte Nachricht. Die Albtraumlande haben angefangen, sich ernsthaft auf meinen Verstand auszuwirken. Ich rate davon ab, Anwärter hierher zu schicken. Lasst sie an einem anderen Ort üben, der Macht zu widerstehen. Breche heute Nacht zum Schrein auf. Die Prophezeiung ist bereit.
Die Voss glauben an Märtyrer und ich spiele diese Rolle bis zum Ende. Überbringt Hunter meine Liebe. Übertragen. Selbstzerstörung aktivieren. Letztes Mal habe ich es gestoppt. Diesmal werden wir alle brennen. Hier zu sterben ist sinnlos. Gebt mir die Daten und kommt mit. Na los, Bewegung! So ein Mist. Das ist schlecht. Jetzt ist das Ding im Arsch. Sohn meiner Familie, vergebt mir diese Bitte. Die Deuter der Prophezeiung kontaktierten mich. Sie haben eine Nachricht. Meine Neugier ist geweckt. Die Deuter haben euch und die Albtraumlande beobachtet. Sie sagen, die Aschekammer wurde in Brand gesetzt. Sie sagen, in einer Prophezeiung ist davon die Rede. Von euch. Ihr werdet die drei treffen, diejenigen, die Voss regieren. Ich verstehe nicht. Welche Prophezeiung? Wieso interessiert das die drei? Ich weiß nicht. Die drei erwarten euch im Kapitol. Ich bin stolz, euch in meiner Familie zu haben.